Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin und mein Dauergast heute wieder hier. Ich grüße Sie, Herr Schäffler. Freut mich auch. Wir haben das letzte Mal uns vorgenommen, heute mal über das Thema Regionalgeld zu sprechen, aber wir kommen nicht drum herum, auch mal ein bisschen über wieder Ihre Partei zu sprechen. Auf der Herfahrt habe ich hier so 10 Aufstellerautos gesehen, wo FDP geschrieben hat, endlich Freiheit, Praxisgebühr ist weg. Das bedeutet, dass die Regierung ist jetzt stabil und die FDP ist wieder im Aufwind? Ja, immer. Also es kann nicht weit genug nach oben gehen. Also gut, das war jetzt ein Kompromiss am Wochenende. Die Praxisgebühr ist ein großes Ärgernis bei vielen Leuten. Also insofern ist das schon okay. Ist das die Antwort auf die Fragen der Zeit, die die FDP im Moment bieten kann? Naja, gut, wir sind halt in einer Regierung, die sehr schwierig sich gestaltet und da ist man auch mit kleinen Erfolgen schon zufrieden. Und wie gesagt, die Praxisgebühr ist ein bürokratisches Monster, ärgern sich viele Leute drüber. Und insofern haben wir zumindest einen Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet. Super. Es gibt ja auch Applaus dafür, aber ein anderes Thema. Sie bekommen auch Applaus, wenn Sie Reden halten im Bundestag. Komischerweise nicht von Ihrer Fraktion, sondern von der Linken. Was ist da los, Herr Schäffler? Ja, das wundert mich auch. Also, aber so in der Finanzkrise habe ich festgestellt, dass die Linken und die klassisch Liberalen in ihrer Analyse der Krise durchaus vieles gemeinsam haben. Ne? Dass sie merken eben, dass ja, die Verluste sozialisiert werden und die Gewinne privatisiert werden. Das ist etwas, was aktuell stattfindet. Und ja, und deshalb gibt es da durchaus eine gemeinsame Linie. Aber wir sind halt in der Lösung unterschiedlicher Auffassung. Ja? Ich glaube, es ist eben eine Krise der Staatswirtschaft, die stattfindet. Ja? Der Staat hat dieses Geldsystem geschaffen, ermöglicht, dass Banken Geld aus dem Nichts produzieren können durch Kreditvergabe. Und ja, das kann man nicht dadurch beheben, indem man jetzt die Kreditvergabe direkt über den Staat abwickelt, so wie es die Linken fordern. Das ist nicht meine Vorstellung der Problemlösung, sondern ich bin eher jemand, der das marktwirtschaftlich lösen will, durch mehr Wettbewerb, zum Beispiel auch Wettbewerb des Geldes. Und da unterscheiden wir uns. Aber es ist schon mal interessant, dass die Linken und die klassisch Liberalen zumindest da ein Stück weit ähnlich denken, was die Analyse betrifft. Also, dass die Linken einen Hang zur Monokultur haben, ist klar. Sie wollen die Polykultur und das ist auch das Thema heute. Ich habe hier mal Regionalgeld mitgebracht. Mhm. Es gibt was ganz Spannendes zu bemerken. Momentan in Deutschland, überall in ganz Deutschland, sprießen Regionalgelder aus dem Boden. Ich will gar nicht jetzt darauf eingehen, ob die jetzt umlaufgesichert sind oder ob die leistungsgedeckt sind oder eurogedeckt sind. Ich will erstmal verstehen, warum nehmen die Deutschen jetzt auch europaweit die Europäer Währung in die eigene Hand? Naja, gut, das ist letztendlich das Misstrauen gegenüber den Monopolisten, also gegenüber dem Staat, der das Geldmonopol hat. Und deshalb gibt es immer aus unterschiedlichen Denkrichtungen heraus die Überlegung, sowas selbst in die Hand zu nehmen. Ja, weil sie ein Schrundgeldsystem wollen oder weil sie naja, eine lokale Identität schaffen wollen mit einer Währung. Ich finde das gut, denn am Ende wird sich das dann durchsetzen und die Vielfalt, die ist eigentlich das Schöne daran. Und ich bin auch dafür, dass der Staat das nicht unterbindet. Also ist leider so, immer wenn das ein gewissen Umfang hat, so ein System, dann kommt der Staat mit seiner Allmacht und verhindert das. Das sind ja eigentlich ganz süße Initiativen teilweise, ja. Und da gibt es mittlerweile richtig Durchsuchungen und sonst was, weil man das verhindern will. Hat man da eher Angst, dass da was Großes entstehen könnte oder ist es eher, dass man das eigentlich grundsätzlich unterbinden möchte? Naja, der Staat hat immer Angst, dass sein Monopol in Frage gestellt wird, sein Geldmonopol in Frage gestellt wird und er toleriert das, glaube ich, in kleinen Bereich. Es gibt ja viele Beispiele, die schon lange funktionieren, der Chiemgauer beispielsweise. Aber sobald es eine gewisse Größenordnung hat, kommt der Staat mit seinen üblichen Argumenten der Geldwäsche, der Steuer, ja, und damit werden solche Systeme dann kaputt gemacht.
jetzt switche ich rüber. Regionalgeld für Griechenland, ist das noch Thema? Ja, ich bin sicher, das wird kommen. Das sagt nicht nur ich, sondern Thomas Mayer, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, hat das ja neulich vorgestellt, dass wenn Griechenland keine zusätzlichen Kredite bekommt, dann müssen die Staatsbediensteten ja weiter entlohnt werden und dann werden die sehr wahrscheinlich über Schuldscheine entlohnt und diese Schuldscheine entwickeln sich dann weiter zu Geld, zu Zahlungsmitteln. Dann akzeptiert der Bäcker diese Schuldscheine und gibt sein Brot dafür heraus und er selbst als Bäcker kauft dann beim Fleischer mit diesen Schuldscheinen weiter ein und daraus entwickelt sich eben eine Währung. Und das hat durchaus in der Geschichte immer ganz gut funktioniert. Argentinien, als die Währung zusammengebrochen ist, hat solche Regionalgelder etabliert. Die sind dann leider wieder verschwunden, weil der Staat sich irgendwann das Währungsmonopol wieder angeeignet hat, als wieder stabile Verhältnisse da waren. Aber es zeigt eben auch, dass die Welt da nicht untergeht, sondern dass die Menschen sich zu helfen wissen. Ist überhaupt mit sowas so ein Derivatehandel oder Leerverkäufe und so möglich? Ja, ist immer möglich. Klar. Auch mit einem Regionalgeld? Auch Regionalgeld kann ja quasi Papiergeld sein und kann aus dem Nichts auch vermehrt werden durch Kreditvergabe. Die Frage ist immer, wird das akzeptiert von dem Gegenüber? Und solange es akzeptiert wird, sind diese Varianten natürlich auch möglich. Ich glaube, das sollte man auch nicht verhindern. Sondern ich bin eher ein Anhänger derer, die sagen, die Vielfalt schafft gutes Geld, schafft am Ende gedecktes Geld, auch mit Gold oder Silber gedeckte Währungen, setzen sich dann im Zweifel durch, wenn es tatsächlich ja keine Restriktionen gibt. Also wenn der Staat nicht ein Geld als gesetzliches Zahlungsmittel definiert, dann passiert es eben nicht, dass das schlechte Geld das gute Geld verdrängt, sondern dann verdrängt das gute Geld das schlechte Geld und macht das schlechte Geld zu gutem Geld. Sie sind ein Mann, der konkrete Antworten auf konkrete Fragen hat. Umso mehr will ich das ein bisschen philosophisch aufziehen. Also hat es auch irgendwas Kulturelles auf sich hier? Ein Junge bei mir in der Stadt hat gesagt, das ist doch ganz normal. Es gibt Bundesliga-Vereine, die Fußball machen. Wir haben regional einen Verein. Wir haben bundesweit Zeitungen, wir haben eine regionale Zeitung. Ist es grundsätzlich gut, regional zu ergänzen vielleicht in dem Bereich? Ja, absolut. Ich sag mal auch, in der Regionalliga wird guter Fußball gespielt und nicht alles, was in der Bundesliga an Fußball dargeboten wird, ist guter Fußball. Also insofern, glaube ich, macht es die Vielfalt aus. Es gibt auch ja, Brotproduzenten, die bundesweit Brot produzieren. Es gibt welche, die nur lokal Brot produzieren. Und die lokal Brot produzieren, sind sehr häufig besser als die, die das im Einheitsbrei machen. Das ist sehr spannend, dass Sie sich da auskennen. Das ist wieder so eine Sache mit Ihrer Fraktion. Ein Kollege von Ihnen war vor kurzem bei Hart aber Fair und hat irgendwas vom Chiemgauer gehört und hat gar nicht gewusst, was das ist. Mhm. Dann irgendwie gesagt, das ist albernes Zeug und so weiter. Ich nenne jetzt keine Namen. Wie kommt das, dass eigentlich die Fraktion der FDP, die sich Wirtschaft auf die Fahnen schreibt, solche Dinge nicht kennt? Ja, ich weiß jetzt nicht, wer der Kollege war, aber ich finde halt, dass man sowas nicht unterbinden darf, sondern das sind ja Überlegungen, die aus einem lokalen wirtschaftlichen Interesse entstanden sind, aus dem Mittelstand sogar entstanden sind. Ja? Das sind Einzelhändler, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie kann man die lokale Wirtschaft ankurbeln. Ich teile zwar diese Theorie nicht mit dem Schwundgeld, was dahinter steckt, aber wer das will, kann das aus meiner Sicht gerne machen. Wieso soll der Staat kommen und das verbieten? Er verbietet ja auch nicht die Brötchen vor Ort, ja? Das macht er auch nicht. Sondern das ist eben Teil des Wirtschaftens, was eine Marktwirtschaft ausmacht. Und am Ende setzt sich das Beste durch. Jetzt haben wir sanft und locker geredet. Es kommen wichtige Zeiten auf Sie zu, aber auch auf das Land. Also wichtig für uns ist die Frage, werden Sie im nächsten Bundestag wieder sitzen? Naja, ich glaube, das entscheidet am Ende natürlich der Wähler. Ja? Die FDP steht zurzeit nicht so super gut da. Ich hoffe, dass wir natürlich dem nächsten Bundestag angehören.
Und ob ich dem nächsten Bundestag angehöre, das entscheidet neben dem Wähler eben auch die Landeswahlversammlung der FDP in Nordrhein-Westfalen, die am 8. Dezember tagt. Da werde ich auf einem der vorderen Listenplätze kandidieren und dann wird man sehen, ob die Partei mich dort platziert oder nicht. Ich gehe da ganz optimistisch in das Rennen. Ich bin Spitzenkandidat meiner Region in Ostwestfalen-Lippe für den Bundestag und naja, insofern glaube ich, wird das schon funktionieren. Und wenn Sie auf 2013 gucken, haben Sie eher ein gutes oder schlechtes Bauchgefühl? Welche Regierungskonstellationen da entstehen und was für Leute da am Ball sind, die Probleme lösen sollen? Naja, das ist natürlich schwierig heute zu sagen, es ist noch ein Jahr hin, aber meine große Befürchtung ist, dass wir eine große Koalition kriegen. Unter Führung von Frau Merkel und große Koalitionen lösen meist keine großen Probleme und insofern bin ich da natürlich skeptisch, aber am Ende, auch das entscheidet der Wähler, ja, da muss man auch demütig sein und das auch akzeptieren. Ich sag mal, die FDP hat auch gut Oppositionsarbeit gemacht und man regiert mal und man ist mal wieder in der Opposition. Kein Weltuntergang. Und Europa? Ja, Europa geht den Weg in den Zentralismus. Der europäische Superstaat ist das Ziel vieler. Alle wollen das eigentlich, der Handeln, die ihre Schulden sozialisieren wollen. Die Kommission will das, wahrscheinlich auch die Bundeskanzlerin, der Finanzminister will das. Und ich glaube, das wollen die Menschen aber nicht. Aber die spielen in diesem Spiel leider keine richtige Rolle und werden dann übergangen und es werden Fakten geschaffen, ohne dass die Menschen tatsächlich demokratisch gefragt werden, ob sie diesen europäischen Superstaat tatsächlich wollen. Und ich glaube, damit kann man Europa nicht ein, sondern damit fährt man eigentlich Europa vor die Wand. Aber weil man im Kern das Recht bricht und die Marktwirtschaft mit Füßen tritt. Und wenn man das tut, dann geht es eben an die Grundfeste der Demokratie. Ja, denn ich glaube, dass man Demokratie ohne Marktwirtschaft nicht erreichen kann. Und wer die Marktwirtschaft zerstört, zerstört dann letztendlich auch die Demokratie. Das erleben wir zurzeit in Griechenland, in Südeuropa. Generell stehen wir vor ganz schwierigen Wochen und Monaten. Wird es auf Deutschland überschwappen? Und das wird dann mittelbar natürlich auch auf Deutschland überschwappen. Klar, wenn wir alle Schulden sozialisieren in Europa, dann führt das nicht zu Begeisterungsstürmen in Deutschland. Ganz im Gegenteil. Wir haben heute schon eine Verschuldung von über 80%, die offen ausgewiesene Verschuldung. Und wenn die anderen Schulden dazukommen, dann gibt es irgendwann einen Point of No Return. Kein schönes Schlusswort, aber ich glaube, ein richtiges. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schäffler. Und wahrscheinlich werden wir uns wiedersehen bei einem Kaffee. Dankeschön. Ich auch. Danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist Professor Max Otte. Bis zum nächsten Mal.